So, grüßt euch. Ricardo mit dabei. Dem geilsten Schnäuzer überhaupt. Grüß dich. Mario auch mit dabei, geil. Felix, Mario. Ja, Leute, heute mal wirklich einen kurzen Stream, weil ich habe einen Termin um Viertel vor, also um sieben habe ich einen Termin und wir müssen auf jeden Fall um Viertel vor sieben Schluss machen. Wir werden ganz kurz darüber sprechen, weil es kam vor allem auch bei Helmut, glaube ich, sehr viele Fragen rein und sehr viele Beschwerden, weil Helmut hat ja wirklich ja, so ein bisschen dazu gesprochen oder seine Meinung dazu gesagt, dass er der Meinung ist, dass es keine Marktmanipulation ist. Ich bin da sogar so ein bisschen anderer Meinung, aber ich bin mal gespannt, was er dazu sagt, weil er einfach die Jahrzehnte an Erfahrung hat, wo wir da einfach mal profitieren können. Und ich habe mir da auf jeden Fall schon einige Fragen aufgeschrieben. Wenn ihr Fragen habt, bitte ins Fragekästchen. Ich weiß gar nicht, ob es doch ist aktiv. Also bitte ins Fragekästchen, falls eine Frage kommt, falls ihr noch eine zusätzliche Frage habt. Aber wie gesagt, wir haben heute nicht viel Zeit, weil das ist ganz spontan. Der Helmut hat mich eben angeschrieben. Wir werden nächste Woche, ich gucke mal gerade, wann es ist. Nächste Woche der 4., also schreibt euch das gerne auf. Der 4. um 19.30 Uhr, 4. Februar 19.30 Uhr, da werden wir wieder mindestens anderthalb Stunden bis zwei Stunden streamen. Und heute geht es wirklich nur, vor allem, dass Helmut einfach mal hier so ein kleines Statement zu seiner Aussage gibt. Ich gucke gerade, wo mein Kabel ist hier. Dank euch bei Wall Street Bets, ja. Gibt es den wieder bei YouTube? Ja klar, den gibt es auf YouTube, also ganz entspannt. Den wird es auf YouTube geben und auch auf meinem Podcast. Ich glaube schon. Podcast ist auch immer cool. Und ich habe so ein paar Sachen. Ich glaube, der Helmut ist noch nicht da. Ich gucke mal gerade. So. Ich glaube, der Helmut ist schon da. Laden wir mal direkt ein. Da ist er. Sehr geil. Haha. Mein Bester, wie geht's dir? Lange nicht gesehen. Ja, mir geht's ganz gut. Ich hoffe dir auch. Und ja, klar. Auf jeden Fall. Ich finde das schön, dass du jetzt so relativ spontan geklappt hat. So. Wir haben heute nicht gedacht, ich muss halt so um Viertel vor sieben dann. Ja, ich habe auch einen Termin um 19 Uhr, also Viertel vor sieben ist Maximum. Aber wir werden ja, habe ich ja schon gesagt, nächste Woche, 4. Februar, werden wir dann ausführlich einen Stream machen. Aber heute geht es ja mal um das aktuelle Thema. Ich habe das Gefühl, es geht sich ja nur noch darum auf Instagram. In der ganzen Börsenwelt ist es extrem emotional. Und ich habe auch ein paar Sachen dazu aufgeschrieben. Und ich glaube, zu deinem Statement haben bestimmt auch hunderte Leute geantwortet. Heute, ich habe heute irre viele Zuschriften. Mhm. Also ich sage mal, bestimmt so, ich sage mal so zwischen 250 und 300 Leute, die gesagt haben, das ist in Ordnung, was da vorgeht. Aber auch viele, die gesagt haben, nee, das ist halt ungerecht. Ja, also, weil eben der Handel auch mit dann diesen Aktien nicht komplett ausgesetzt wurde, sondern Kaufen gestern praktisch dann vorübergehend verboten wurde. Ja. Wobei wir das ja auch in der Finanzkrise auch schon hatten. Ja, ich meine, da wurde ja auch damals die Shortseite, also als dann die Banken alle unter Druck standen, hat man ja auch gesagt, also es war ja dann über eine sehr lange Phase, war das Shorten von internationalen Banken einfach verboten. Du durftest da zwar dann die Bankaktie kaufen, aber du durftest nicht mehr praktisch auf fallende Aktien spekulieren. Man wollte eben, ich sag mal, Banken eben, ich sag mal, vor zu tiefen Kursen. Ja, aber ich glaube, der größte Punkt, warum sich auch viel, ich habe mir so beide Seiten mal heute auch angeschaut, warum sich auch so viele aufgeregt haben. Also ich finde auch absolut nicht normal, was passiert. Übrigens, ich habe eben zufällig auch bei der Recherche gesehen, es wurde auch eine Aktie, die GME Resources heißt, die wurde auch 50% hochgepusht, weil die Leute sich vertan haben. Ja? Und da soll mir doch mal einer erzählen, dass das eher irgendwas mit Rationalität zu tun hat, 0%. Aber was da immer aufkommt, ist das Thema Robinhood und vor allem auch Trade Republic hier in Deutschland. Warum haben die da den Handel ausgesetzt? Und
Das wäre Marktmanipulation. Und da ist halt die Frage, wie siehst du das und was sagst du da zu deiner Aussage? Weil viele waren halt extrem sauer, hast wahrscheinlich auch an deinen PNs gesehen, dass das halt sehr emotional ist gerade. Also ich sag mal, eben viele waren, wie du sagst, sauer, fanden das echt, ja. Wobei, das kann ja eigentlich nur jemand ungerecht finden, der eigentlich den Plan hatte, da einzuscheiden. Ja. Weil ich habe den das ja sowieso nicht interessiert, der ja sagt, ich gucke mir das von der Seitenlinie auf. Ja, also. Egal sein, ob der Handel da eben läuft, ob du kaufen kannst oder eben nicht kaufen kannst. Viele haben halt gesagt, das ist ungerecht, weil jetzt eben diese Hedgefonds versuchen können, da ihre Verluste zu begrenzen. Ich bin kein Freund von Hedgefonds. Also ich habe die und die performen eigentlich auch gar nicht so gut, wie man denkt. Die haben immer mal kurzfristige Erfolge, aber sie sind eben auch ein Risiko. Also ich weiß nicht, sagt hier in der Community euch LTCM was? Ja, also LTCM war auch mal so ein Hedgefonds, einem Nobelpreisträger gemanagt. Der hat also im Prinzip mit einem Hedgefonds, so irgendwie 2 Milliarden damals groß war. Long-Term Capital. Fast praktisch die gesamte Finanzwelt an den Rand. Ja, und man muss auch heute sagen, die ersten Wetterleuchten der Finanz 2008 war der Zusammenbruch von 2 Hedgefonds von Bear Stearns. Eine Investmentbank, den Namen Bear Stearns kennt wahrscheinlich keiner von euch in der Community. Die Gesellschaft ist dann eben untergegangen, ja, beziehungsweise Morgan hat dann damals 2000, das war 2008 im Frühling, hat man eben dann Bear Stearns gerettet. Helmut, dein Ton hast du vielleicht irgendwie, ist der Abstand nah genug? Ich weiß nicht, da stehen Tonaussetzer bei dir. Warte mal. Schreiben jetzt einige. Besser? Ja, schreib mal gerne rein, ob es jetzt besser ist. Könnt ihr mich jetzt verstehen? Also jetzt ist es besser, ja. Okay. Probier einfach mal. Gucken wir mal. Gut, also jetzt geht es besser. Nein, es ist ja eben so, ich bin kein Freund von Hedgefonds, aber die können natürlich auch, ich sag mal, zu einem Risiko werden für die Banken und für die Finanzwelt. Ja, und wir haben das eben mit diesem LTCM 1998 eben einmal erlebt, dass ein relativ kleiner Hedgefonds eigentlich, ja, der sich eben mit russischen Staatsanleihen damals verspekuliert hatte, also sehr schnell eben auch eine Gefahr fürs Finanzsystem entstehen kann, weil natürlich diese Hedgefonds mit sehr viel Fremdkapital arbeiten. Ja, klar. Durch das Risiko enorm steigt, dass das eben dann auch Banken eben übergeht. Ja. Mhm. Wie findest du denn die Thematik? Es wurde ja wirklich auch das ganze Short-Selling so ein bisschen angezweifelt, aber ich finde, das kann man auch nicht schwarz-weiß sehen, weil es gibt ja tatsächlich einfach Shortseller, die einen guten Job machen am Ende des Tages, ja, die zu Recht schlechte Firmen, denen es einfach oder wo irgendwas faul ist. Wie siehst du das? Weil es ist total, irgendwie habe ich das Gefühl, dass so gesagt wird, Shortselling ist das Kriminellste, was es überhaupt gibt am Finanzmarkt. Wie siehst du das? Was sagst du? Ich bin kein Freund von Shortselling. Ich meine, es hat ja auch bei Wirecard im letzten Jahr stattgefunden, sollten man dort. Ja. Investoren auch richtig gelegen. Und das Problem, was wir ja jetzt haben, ich glaube ja auch, diese Shortseller liegen jetzt auch richtig bei so einer Firma wie diese GameStop, ja. Weil das ist eine Firma, der es weiß Gott nicht gut geht. Ja. Wo ja, nee, gar nicht. Sag mal, das Überleben nicht garantiert ist. Und wenn das eben ein Hedgefonds entdeckt, dann ist es eben sein Recht, eben da versuchen, daraus dann eben, ich sag mal, seinen finanziellen Nutzen zu ziehen. Und was ich allerdings auch nicht verstehen kann, wer jetzt eben diese Käufer sind, die dann bereit sind, ich sag mal, für so eine Aktie dann 300, $400 zu bezahlen, die eigentlich, ich sag mal, maximal zwischen 5 und $10 wert ist. Ja. Vor allen Dingen hinter dem Risiko auch, wenn jetzt eben diese Hedgefonds irgendwann ihre Positionen dann mal glattgestellt haben. Dann sitzen, wer auch immer das ist, aber dann sitzen ja irgendwelche Retail-Investoren entweder auf Calls, auf Zertifikaten oder auf dieser Aktie, die dann eben wieder ihren Weg Richtung, sage ich mal, $5 oder $10 finden wird. Ja, und das ganz schnell. Und das sehe ich auch als gefährlich an. Also wäre natürlich
von Anfang an dabei gewesen ist und Geld verdient hat, das hast du ja auch so schön mit dem Casino einfach verglichen, das ist schön und gut, aber viele Anfänger denken halt jetzt so, das geht einfach so weiter und das mit GameStop ist ja nicht das Einzige, was in der letzten Zeit so ein bisschen skurril ist. Erstens Elon Musk, ja, seine Post, das mit Signal, hast du ja auch mitbekommen, die Aktie, also es sind ganz viele Sachen, die einfach so auf diese Goldgräberstimmung hinweisen und das macht mir einfach Sorgen. Es ist jetzt getarnt, immer mit den Argumenten, ja, wir wollen den Hedgefonds da einfach was reinzahlen, aber ich glaube, am Ende des Tages werden wieder sehr viele Privatanleger damit Geld verlieren und ja, das merkt man auch schon, wenn man so ein bisschen versucht, das zu rationalisieren, zu sagen, passt auf, viele Leute sind einfach schon wütend, weil die sagen, doch, das geht, das funktioniert. Das hast du wahrscheinlich auch an deinen PNs gemerkt. Ja, man muss ja mal eins bedenken, das ist ja so ein bisschen der Kampf David gegen Goliath. So, dass ich zum Beispiel auch in den letzten Tagen gehört habe, dass eben jemand zum Beispiel dann gesagt hat, ja, das ist doch auch legitim, weil diese Hedgefund-Manager, die treffen sich ja auch bei ihren informellen Treffen und tauschen Ideen aus. Ja? Und ich meine, das stimmt ja auch. Und ich meine, ich tue mich auch immer noch regelmäßig mit ehemaligen Kunden zusammensetzen. Also ich habe gestern Abend noch eine Stunde mit einem sehr vermögenden Investoren aus der Schweiz gesprochen und da tauscht man sich über Ideen aus. Ja, ich sag mal im Sommer da in Hamptons, da treffen sich die New Yorker Hedgefund-Manager eben zwanglos dann zu Mittagessen und Abendessen in ihren Häusern und tauschen sich aus. Und jetzt heißt es ja gut, aber nichts anderes machen doch diese Reddit-Leute auch, die dann eben sich austauschen. Es gibt einen riesigen Unterschied. Diese Hedgefund-Manager, die tauschen sich informell aus und besprechen, was machst du, das habe ich vor. Aber dann geht jeder Hedgefund-Manager einzeln hin und entscheidet für sich, was er macht. Ob er sagt, ich mache da mit, was mein Bekannter und Gesprächspartner macht. Und bei Reddit ist es ja ganz anders. Da hat im Prinzip keiner eine Meinung und alle laufen dann eben in der Masse, ich oder Hunderttausende in die Richtung, ohne am Ende zu wissen, was sie da machen. Und das ist der Unterschied. Also es geht ja nicht darum, dass man sich austauscht, dass man Netzwerke hat, wo man sich austauscht. Das unterstütze ich auch. Ja? Aber man kann ja nicht alles blind nachmachen. Und das tun diese Hedgefund-Manager oder wenn sich jetzt, ich sag mal, 10 Milliardäre irgendwo in Hamptons mal zu einem Mittagessen 2 Stunden zusammensetzen oder ich mich dann eben mit ehemaligen Kunden dann eben austausche und wir eben dann, ich sag mal, auch in kleineren Gruppen zusammensetzen. Wir haben alle unsere Ideen, die präsentieren wir uns gegenseitig. Ja. Manchmal kommen wir dann zu einer Entscheidung, dass wir dann zu 7 oder 8 sagen, wie eben vor 12 Jahren bei Clinovel, da investieren wir jetzt alle gemeinsam. Ja. Aber sehr oft geht auch jeder seinen eigenen Weg. Aber was ist, jeder von diesen Investoren, die sich dann in dieser Gruppe, egal ob es jetzt 2, 3, 8 oder 10 sind, macht dann eigenverantwortlich mit etwas, er hält mit seinem Geld zu machen. Und das ist der große Unterschied. Das geschieht ja bei Robin Hood nicht. Die tauschen sich zwar aus, aber sie laufen dann, ich sag mal, wie die Letzten in eine Richtung. Ja? Ja. Und reiben dann eben solche Kurse, ich sag mal, 100, 200% am Tag nach oben. Ja, das finde ich einfach teilweise verrückt, weil es wird immer gedeckelt mit dem Argument, ja, wir wollen ein Zeichen setzen, uns geht es nicht ums Geld, wir wollen den Hedgefonds eins auswischen. Ja. Aber ich bin mir sicher, 95% der Leute sind einfach gierig und wollen Geld verdienen. Ja. Und ich glaube, niemand verliert gerne Geld. Ja. Ich hasse es, Geld zu verlieren. Ja. Gibt es auch das schöne Sprichwort von Warren Buffett. Und ich finde das teilweise einfach, ich weiß es nicht. Ne? Also es ist ja nicht nur GameStop. Ja. Dann ist es Nokia, dann ist es BlackBerry, dann ist es morgen vielleicht wieder was ganz Neues. Clinovel ist ja auch übrigens sehr, sehr stark geschortet. Vielleicht drehen es die auch mal. Wer weiß. Und ich finde teilweise einfach, ja, es vor allem für Anfänger, da werden sich viele, viele Menschen die Finger verbrennen. Ja, weil es ist ja definitiv so. Ich meine, in dem Moment, wo diese Hedgefunds, und die kommen ja jetzt unter Druck, da rausgehen, ja, und ihre Deals closen, sind die draußen. So, und dann ist eben die Frage, was ist mit denen? Ja, also man hört ja jetzt zum Beispiel, dass gestern, ich kann es jetzt nur vom Hören sagen hören, dass gestern eben, ich sag mal, wohl Tausende von Trade Republic und auch Robin Hood Kunden im Prinzip Konten eröffnen wollten und es nicht ging.
Systeme überlastet waren. Und ich kann mir doch nicht vorstellen, dass die in dem Umfeld jetzt, ich sag mal, gestern oder vorgestern Konten eröffnen wollten, um dann sich vielleicht zu überlegen, ob sie in Altria, Boeing oder Microsoft investieren, sondern jetzt wollten sie ganz schnell Konten eröffnen, um, ich sag mal, an diesem Spiel teilzunehmen. Und da muss ich denken, das sind Firmen, die sind in großen finanziellen Schwierigkeiten, ja. Und die werden jetzt eben in absolut unvorstellbare Höhen getrieben. Ja, ja. So eine GameStop, die ist, wie gesagt, 5 bis 10 Dollar wert, mehr nicht. Ja, so und ich weiß, der Kurs stand gestern, glaube ich, mal irgendwann bei 450, 480. Ja, der steht auch wieder Richtung 300, 400, glaube ich, ja. Und 370 Dollar heute nur 90% im Plus. Also, das wird am Ende ein böses Erwachen haben. Ich will mal eine kurze Geschichte erzählen, weil der Investor, mit dem ich mich gestern unterhalten habe, das ist ein Deutscher, der in der Schweiz lebt, seit 2005, kommt aus Köln. Und dieser Kunde hat mit zwei anderen Partnern im neuen Markt eben vor 23 Jahren eine Firma gegründet. So, da haben alle im Prinzip, ich sag mal so 1,5 Millionen reingesteckt. Also sie haben so zusammen, haben die so 4,85 Millionen reingesteckt. So, sind dann eben an die Börse gegangen, neue Markt. Und die Firma ging dann hoch, ich sag mal, bis zu einer Bewertung so von 35 Millionen Euro. So. Dann kam eben dieser neue Markt, wo eben Retail-Investoren wie die Verrückten gekauft haben. Und haben diese Firma auf eine Bewertung von weit über 300 Millionen hochgezogen. Obwohl sie ja eben, ich sag mal, ein Zehntel davon wert war. So, was haben die Eigentümer gemacht? In dem Moment haben die angefangen, einfach Kasse zu machen. So, Ende vom Lied war, dass dann ein paar Wochen später diese drei Eigentümer, jeder mit 100, 120 Millionen auf dem Konto Bargeld saß. Und ich sag mal eben, Tausende von Retail-Investoren am neuen Markt diese Firma besaßen. So. Krass. Und heute ist der Aktienkurs, die Firma gibt es noch, und heute ist der Aktienkurs 90% tiefer. So. Ja. So. Und dann einer dieser Gründer, mit dem ich eben gestern Abend noch telefoniert habe, hat dann so makaber mal gesagt, als er auf eine Gruppe von neuen Marktanlegern traf, ein paar Jahre später, die alles verloren hatten am neuen Markt, da sagt er, ja, tut mir leid für Sie, aber sehen Sie es doch mal so, ganz so schlimm ist es ja nicht. Ja? Das Geld ist ja nicht weg. Das haben nur andere. Das habe ich. Das wandert wieder zu dir. Das ist natürlich hart. Das tut den Anlegern weh. Aber überlegt euch, wer jetzt in GameStop investiert, kauft eine Firma, die de facto mehr oder weniger unprofitabel ist, die wertlos ist. So. Irgendwelche Leute verkaufen diese Aktien jetzt. So. Und irgendwann wird der wahre Wert dieser Firma in einem halben oder dreiviertel Jahr oder vielleicht noch viel schneller, vielleicht schon nächste Woche, wieder herauskommen. So, und was ist dann? Dann hat irgendeiner hat dann ein sehr, sehr, sehr gutes Geschäft gemacht, aber mit Sicherheit nicht diese Retail-Investoren, die jetzt eben in Massen auf diesen Wert raufspringen. Weil irgendein... Ja, definitiv. Ja. Das ist auch das, was gerade einfach nicht gesehen, also man merkt ja schon, wenn man das ein bisschen ausspricht. Ich habe mir den Livestream angeschaut von Markus Koch oder auch von Michael Goldesel, der wird. Also diese Emotionalität, ja, und dieses Wütendsein, dass man das nicht toll findet, was da gerade passiert, das ist für mich schon ein Zeichen genug. Also das ist absolut verrückt. Wo aber viele sich extrem aufgeregt haben, da kannst du mal vielleicht deine Meinung sagen, weil das ist bei Trade Republic ja eben, haben sie gesagt, ja, wir haben den Handel ausgesetzt, um euch zu schützen. Mhm. Aber auf der einen Seite sieht man dann auch bei Trade Republic, dass da, sage ich mal, ein Anfänger sich einfach einloggen kann. Ja, ja. Und sämtliche Hebelzertifikate kaufen kann einfach. Ja, und im Endeffekt sehr schnell auch irgendwelchen Blödsinn machen kann. Wie siehst du das Ganze? Glaubst du wirklich, die haben das aus Schutz gemacht? Oder, weil da waren, glaube ich, sehr viele Leute extrem sauer auf Trade Republic. Nicht aus direktem Schutz für den Privatanleger, aber sie machen das zum Teilweise auch, um sich selbst zu schützen. Überleg mal, in solchen Stresssituationen wie gestern, ja, da dauern ja auch Ausführungen sehr, sehr, sehr viel länger. Also es heißt ja eigentlich immer, ein Trade muss immer zeitnah ausgeführt werden. So, du sitzt jetzt hier vor einem System,
hast gerade den Kurs hier von dieser, sage ich mal, GameStop, sagen wir mal bei 100. Und dann sagst du, ich will jetzt mal für $1.000 10 Aktien kaufen. So. Das System nimmt das auch an bei Public oder bei Robinhood. Ja? Ja. Erkennt aber nicht, dass möglicherweise der Kurs schon längst bei 150 oder 160 ist. Weil das sind ja, das sind ja einfach irre Zeitverzögerungen. Ja? Mhm. Wenn die so überschüttet werden mit diesen Aufträgen. Ja? Und die meisten der Aufträge sind eben nicht limitiert bei Robinhood. Ja, die werden eben unlimitiert, weil man will die Dinger ja unbedingt haben. Ja? Aber man kauft vielleicht auf Basis eines veralteten Kurses, weil die eben praktisch mit den aktuellen Kursen hinterherlaufen. So, und dann investieren die $1.000. Und eine halbe Stunde später erfahren sie, dass sie $1.500 bezahlen müssen. So, und dann hat eben die Bank ein Problem, dass die Bank eben praktisch mit $500 im Minus ist. So, und wenn jetzt der Kunde von Trade Republic das nicht dann durch eine Blitzüberweisung innerhalb von, ich sag mal, einer Stunde erreichen kann. Ja? Ich verstehe, was du meinst. Ja. Jetzt überleg mal, wenn Trade Republic jetzt, ich sag mal, wenn nur 5% der 13 Millionen Kunden, also 650.000 Kunden, und jetzt ist ja so, bei Robin Hood kannst du ja sogar noch auf Kredit kaufen. Ja? Ach krass, okay. In der App selber. Ja, das geht ja eben bei Trade Republic nicht, aber du kannst bei Trade Republic eben, dann wenn du eben nur 1.000 Euro auf dem Konto hast und du musst dann plötzlich Hebel, ja. Euro bezahlen, kannst du eben natürlich ins Minus kommen und das musst du dann eben sehr schnell ausgleichen. Mhm. Ja? So. Okay, krass. Kann natürlich dazu führen, wenn dann eben plötzlich bei Robin Hood, ich sag mal, dann eben ein paar hunderttausend Kunden, da ich sag mal mit 100, 200, $300 im Minus stehen, dass dann irgendeiner sagt, habt ihr mal gesehen, da sind eben Positionen offen, die sind nicht gedeckt. Ja, und da reden wir jetzt, was weiß ich, über 60, 70, 80 Millionen. Mhm. Ja, ja, aber schreibt auch jemand. Dann eben, was muss dann Robin Hood machen? Dann muss Robin Hood diese Dinge sofort liquidieren. So, und dann, was man Robin Hood gestern auch vorgeworfen hat, dass es eben anscheinend jede Menge Verkaufsaufträge gab, die niemand genehmigt hatte, nämlich die Kunden nicht. Ja, aber die müssen dann durchgezogen werden, weil ich sag mal, wenn irgendwann da Robin Hood mit einer offenen Flanke liegt und Robin Hood ist keine JP Morgan, ja, für die bedeutet, ich sag mal, irgendwo eine Minusposition von 50, 60, 70 Millionen, die sie nicht decken können, eventuell im Zweifelsfalle das aus der gesamten Firma. Ja, und dann stehen 13 Millionen Kunden, stehen dann eben im Prinzip dann im Regen. Ja, das ist eben das, was viele eben unterschätzen, ja, dass eben, wenn dann so außergewöhnliche Situationen sind, außergewöhnliche Kurse kommen. Und wir haben das ja eben gestern gesehen. Ich meine, wir hatten gestern diese GameStop vorübergehend bei 480 und ich glaube im Tagestief irgendwo bei 120. Ja. Da reden wir mal eben. Das ist schon krass. Aber ist das eigentlich erlaubt? Weil im Endeffekt, es war ja nicht mal so lange. Im Endeffekt war das ja, du hast ja auch schön gesagt, dir wird es egal sein, selbst wenn die Börsen mal ein Jahr zumachen. Heute konnte man ja meines Wissens nach auch wieder bei Trade Republic auch GameStop handeln. Ja. Aber ist das rein rechtlich? Das ist auch so eine Riesendiskussion. Ich weiß nicht, ob du da auch die Antwort präzise geben kannst. Aber ist das legal, dass man tatsächlich einfach sagen kann, okay, wir setzen jetzt einfach hier den Handel aus? Ich bin kein Jurist. Also ob das wie legal oder wie illegal. Schwierig zu sagen. Ja. In irgendwelchen allgemeinen Geschäftsbedingungen, dass irgendwo dann im Kleingedruckten steht, dass es eben doch möglich ist. Da bin ich jetzt, sage ich mal, der Ansprechpartner. Aber was ich eben weiß, dass eben im Endeffekt Firmen eben so etwas machen, wenn es eng wird und wenn sie sehen, es geht auf ihre eigene Bilanz. Und es kamen ja gestern auch Gerüchte, dass eben Robin Hood bereits in Amerika Kreditlinien in Anspruch nehmen musste. Sogar in Anspruch genommen hat. Da hat Robin Hood ja auch darauf hingewiesen. Wir haben heute eben, es kamen Gerüchte auf, dass sie einen Liquiditätsengpass haben. Und dann haben sie gesagt, wir haben auch Kreditlinien in Anspruch genommen. Ja? Mhm. Aber das kann eben sein, dass du dann eben in solche schweren Momente kommst, ja, dass eben, ich sag mal, Kunden, ich sag mal, diese Aktien für, ich sag mal, 100 Millionen kaufen wollen. Die 100 Millionen haben die Kunden auch auf dem Konto. Und dann stellt man eine Stunde später fest, aber der Kaufpreis für diese Aktien ist nicht 100, sondern 150 Millionen. Und das Geld haben die Kunden gar nicht mehr auf dem Konto. Ja.
Und dann hat einer die offene Flanke. Dann muss eben Robin Hood sofort die Kunden kontaktieren und sagen, überweist uns die 50 Millionen, weil ihr habt für die Aktien eben anstatt 1.000 1.500 bezahlt. So, jetzt so eventuell können die Kunden das ja nicht ausgleichen. So, dann muss eben Trade Republic Robin Hood hingehen und diese Aktien eben liquidieren, auch wenn kein Kundenauftrag da liegt. Ja, und das ist wiederum durch die allgemeinen Geschäftsbedingungen gedeckt, weil wenn du eben ungedeckte Geschäfte hast, dann gibt es, ich sag mal, in sehr kurzen Fristen einen Margin Call, dann wird der Kunde kurz informiert, überweist mal schnell eben 500 oder 1.000 Dollar und wenn du das eben nicht tust, dann wird eben liquidiert. Was dann aber zu dem Problem führt, wenn dann Tausende von offenen Positionen zwangsliquidiert werden müssen, dann geht die Lawine des Kurses ja nach unten, weil plötzlich eben massenhaft diese Aktie am Markt angeboten wird. Ja. Das ist schon crazy. Aber warst du schon mal in diesen Foren drin? Ich bin kein Freund, dass man in den Markt eingreift, aber vielleicht war es am Ende ganz gut. Weil es ist ja einfach so, eine Aktie und deren Preis bestimmt sich nach Angebot und Nachfrage. Hm. Und die Frage ist, wenn gestern eben man das nicht so entschieden hätte bei Robin Hood und auch bei Trade Republic, inwiefern wäre dann dieser Kurs vielleicht auf, ich sag mal, 1.000 oder 1.500 oder sogar 2.000 gestiegen. Für jemanden, der die Aktie kauft, dann ist das kein Problem. Aber für die jetzt dann gestern für, ich sag mal, 200 kaufen wollten und dann plötzlich erfahren, dass sie anstatt 200 für die Aktie dann 1.500 bezahlen müssen, könnte das dann zu einem großen finanziellen Problem werden. Ja, ich glaube, viele Anleger sind sich den Auswirkungen gar nicht bewusst, wohin das auch führen kann, was für Konsequenzen das auch im Nachhinein haben kann. Ja. Sehen halt nur dieses, wir müssen jetzt den Hedgefonds-Manager, ausweichen. Aber ich finde teilweise auch selbst Elon Musk, ich weiß nicht, ob du den so ein bisschen auf Twitter verfolgt hast, aber heute hat er auch dann Bitcoin in seiner Bio verpasst. Dann postet er wieder das und dies, aber auch große Celebrities. Ich glaube, jemand hat da auch gepostet, kauft jetzt Nokia. Also das hat für mich, es ist für mich eine Katastrophe, was da teilweise los ist. Ein Elon Musk hat ja eine riesen Reichweite. Mhm. Und klar, der hat ja auch eben, der will das auch eben heimzahlen, aber ich finde das trotzdem teilweise. Man sollte da jetzt nicht übertreiben, weil das kann eben, wie du auch sagst, riesige Konsequenzen haben. Ja, im Endeffekt, das, was heute Social Media macht, die Kurse treiben, das war vor 20 Jahren, waren das eben keine Social Media Kanäle, die gab es nicht. Aber da gab es dann eben einzelne Akteure am neuen Markt. Also googelt mal den Namen Frick, ich weiß jetzt den Vornamen nicht mehr. Der ist dann mehrfach eben auch mittlerweile verurteilt worden. Ja, da hat man durch Börsenbriefe de facto wertlose Aktien des neuen Marktes nach oben getrieben. Mhm. Ja, also relativ kleinkapitalisierte Werte, die hat man eben nach oben getrieben, nicht durch Social Media, aber eben durch Börsenbriefe, die eben, damals haben dann eben Retail-Investoren sich dann eben zu zigtausenden, Markus Frick, ja, das ist der Name, googelt mal Markus Frick, der ist dann eben verurteilt worden, auch wegen Marktmanipulation, weil er eben marktenge Werte gezielt mit seinen Börsendiensten nach oben getrieben hat. Ja, und dadurch eben, aber jetzt muss man bedenken, der hatte sich vorher die Aktien besorgt. Hm. Verkauft. Ja, ja. Weil da diese, man sagt ja an der Börse, diese Lemminge dann in ganzen Schwärmen und die Millionen angelaufen kamen und alle eben der eine Aktie haben wollten. Und ja, ich sag mal, jeder, der eigentlich als Ziel hat, langfristig Vermögensaufbau zu machen, ja, der sollte im Prinzip Folgendes machen, der sollte einfach die Finger davon lassen. Ja, weil es wird in diesem Spiel ein paar Gewinner geben, ja, aber es wird eben viel mehr Verlierer geben. Ja. Also wenn in diesem Spiel, sage ich mal, von 1.000 Leuten werden vielleicht 3 oder 4 dann als große Gewinner rausgehen, und die restlichen 995, 997 bezahlen das Spiel. Ja, ja, das Ding ist ja halt auch immer, wann bist du dabei? Ja, wenn du das von Anfang an geahnt hast mit GameStop und früh dabei warst, dann ist das cool. Ich habe auch viele, die haben mir PPN geschrieben, boah, 400-500%, sind aber auch rausgegangen, haben gesagt, ich mache jetzt nichts mehr, da kann ich nur sagen, Glückwunsch, geil. Na, das ist eine Spekulation gewesen. Ja. Aber man muss sich halt immer die Frage stellen, wenn man da jetzt noch reingeht und wofür und was ist das Ziel damit? Und das ist, glaube ich, was gefährlich ist, weil es sind ja jetzt Leute, die Aktie kaufen. Ja, ja. Offensichtlich aus
rein blöden Gründen eigentlich. Das ist wie immer, die haben, das ist ja immer, du hast jetzt gesehen, die Aktie ist jetzt in wenigen, ich meine, die geht ja teilweise am Tag 100% nach oben. So. Ja, aber auch wieder nach unten teilweise. Das ist verrückt. Der nächste da, der die vielleicht nochmal 50 oder 100% nach oben treibt. So. Aber das kann dir eben kein Mensch sagen. Ist am nächsten Tag noch einer, der die hochtreibt? Oder bist du jetzt schon der Letzte in der Kette und dann eben nur noch nach unten? Ja? Das ist das Ding, ja. Und irgendwann, irgendwann wird das Unternehmen wieder seinen realen Wert haben. Und der liegt dann irgendwo, ich sag mal, zwischen 5 und 10 Dollar. Und wenn das Unternehmen es dann schafft, ich sag mal, wieder auf die, ich sag mal, in die schwarzen Zahlen zu kommen, dann geht der Kurs vielleicht mal irgendwann von 5 oder 10 auf 15 oder 20. Und wenn nicht, dann wird der Kurs eben irgendwann mal von 5 oder 10 zurück auf 2 gehen. Ja. Und Ja. das, was mich halt auch nervt, dass ich habe so viele Nachrichten bekommen von Anfängern. Ne? Ich hatte jetzt einen Bekannten sogar von einer Kollegin von meiner Freundin, ja, der meinte, ja, ich bin gerade am Anfang, ich bin jetzt in GameStop. Die fangen an, die überwinden sich zu investieren und sehen dann in diesem ganzen Informationsdschungel, oh cool, GameStop scheint zu funktionieren und fliegen damit dann auch auf kurz oder lang 100% auf die Schnauze und werden sich dann wieder vom Aktienmarkt trennen. Das finde ich halt traurig. Wir haben das ja eben vor 20 Jahren am neuen Markt, ja, Ja. am neuen Markt erlebt. Und ich sag mal, viele Spieler, ja, also viele Spieler haben ja, ich sag mal, dann einfach nur noch eine clevere Marketingstrategie. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, nehmen wir mal ein ganz großes Beispiel. Du kannst das auch mit gigantischen Blue Chips machen. Ja? Ich meine, wir sagen immer wieder, unsere Regierung, das sind so Tollpatsche, ja, die kriegen jetzt keine Impfstrategie organisiert. Ja, so. Aber ich sag mal, 1998, 99, wer war denn da clever bei der Telekom? Da war der Staat richtig clever. Da hat der Ja, das wird krass gehypt. Staat richtig Werbung für die Telekom-Aktie gemacht. Ja, Ja, das hat meine Oma mir erzählt. Ja. Das weiß sie wohl. Volksaktie, die kommt jetzt und wunderschönes Unternehmen privatisiert. Ja, hat einen der damals bekanntesten deutschen Filmschauspieler für, ich meine, selbst wenn die dann eben für die beste Sendezeit im Fernsehen, sage ich mal, dann, ich sag mal, für solche Spots 50.000 Euro bezahlt haben. Ja, aber jeden Abend vor der Tagesschau war dieser Schauspieler im Fernsehen, hat gesagt: Leute, ist Krass. eine Telekom-Aktie. So, und ich sag mal, 5 oder 10 Millionen Deutsche haben die gekauft, haben dann in der Branche dann 60, 70 Euro bezahlt. So, wer ist denn jetzt clever? Ja, So, das stimmt. Staat hat euer Geld und ihr habt die Aktien, die heute 14 Dollar wert, 14 Euro wert sind. Also die, das sind ja dann meistens dann, ich sag mal, die Generation jetzt eurer Eltern, wenn es junge sind, ja. Und ich meine, es hat dann ja auch Prozesse gegeben wegen Prospektbetruges und so, dass eben da die Telekom eben mit falschen gezinkten Karten gespielt hat. So, aber Tatsache ist eben, Millionen deutsche Privatanleger haben sich von diesem Marketing in die Irre leiten lassen, haben dann 30, 40, 50, 60, 70. Es gibt einige, die haben dann eben 105 Euro. Ich glaube, 105 Euro war der Spitzenpreis, ja. Das ist So. krass. Und gerade wenn es dann ganz oben ist, dann zahlen die Leute ja auch, dann sind ja auch die größten Umsätze. Ja, so. Ja, meine Großeltern haben da tatsächlich alles verloren und sind heute immer noch skeptisch. Und das ist das, was mich halt nervt. Klar, die Leute sind selber schuld. Jeder ist selber schuld, der Geld an der Börse verliert. Aber trotzdem ist das halt immer so, wo ich mir denke, na, das. Da muss man dann eben schauen. Und gilt jetzt für GameStop genauso. Ja, jetzt wird eine Lawine losgetreten. Ja, oh, sorry. Ups, da war die Lawine. War die Lawine. So. Also damals hat die Regierung das bei der Telekom losgetreten. So, heute sind es eben irgendwelche Internetforen, die dann irgendwelche Lawinen lostreten. Ja, und dann, ich sag mal, muss man sich eben auch angucken, was man kauft. Und wenn ich feststelle, bei GameStop kaufe ich was jetzt für 100, also der Kurs heute irgendwo wieder 300, 400 Dollar, so irgendwo, je nachdem. Kein Mensch weiß, wo der bei Börse 3 Stunden steht. Der kann eben bei 100, auch bei 550 stehen, ja. Aber egal, Ja. ob jemand jetzt heute noch 100 Dollar dafür bezahlt oder im Worst Case nachher 500 Dollar dafür bezahlt, er kauft etwas, was am Ende 5 oder 10 Dollar wert ist. So. Also ich Was bin interessiert die Leute gerade nicht? die Leute. Das sollte wichtig sein, weil ich bin jetzt Ja. zum Beispiel, damals war ich kein Telekom-Aktionär. Ich bin jetzt,
ich bin heute Telekom-Aktionär und habe seit ein paar Jahren diese Telekom. So, dafür habe ich so knapp um die 14 Euro bezahlt. Das ist kein Kursrenner, aber dafür habe ich ja das, was für mich eben wichtig ist, attraktive Dividenden. Und dann eben die eben auch noch steuerfrei. Ja, so. Und das ist das, wo ich gesehen habe, naja, also ich sag mal, irgendwo zwischen 12 und 16 Euro ist die Telekom also wirklich als Unternehmen wert. Ja, aber ich sag mal, vor 20 Jahren, als dieser Wert dann bei 100 Euro, bei 80 Euro oder eben die deutsche Regierung noch gefragt hat, liebe Kunden, liebe Bürger, sollen wir euch bei 66 noch ein paar geben? Wollt ihr noch welche haben? Ja, die Regierung hat gefragt, wollt ihr noch welche haben? Ja, und dann haben Millionen Deutsche gesagt, ja, her damit. Ja. So. Und genau. Wie ist das eigentlich bei GameStop? Ist das Management stark am Unternehmen beteiligt? Weil die könnten ja jetzt einfach auscashen oder die könnten ja jetzt tatsächlich mit dem Geld irgendwie dann. Weißt du das? Ich weiß jetzt nicht, wer da diese Eigentümer sind. Ich habe mir nur die Fundamentaldaten jetzt mal angeguckt, also ganz oberflächlich, weil ich tief drin stecke, weil mit dem Unternehmen habe ich mich ja nie beschäftigt. Ja. Ich habe dann mal so bei einer ersten Schnellanalyse gesagt, das Ding ist niemals mehr wert als $10. Ja? Ja. Und jetzt stehen wir eben bei 300, bei 300, 400. 350 US-Dollar, ja, gerade. Ihr müsst ja mal bedenken, es gibt ja ein paar Großinvestoren. Die eben als diese Aktie bei 5, 10 oder 8 oder ich glaube im Tief war die ja bei $3 oder sowas. Es gibt zum Beispiel einen Großinvestor, der fast 3% der Aktien besitzt. Ja? So, wenn jetzt im Moment fast 100% der Aktien täglich den Besitzer wechseln, dann könnte der, ohne dass es groß auffällt, könnte der seine Beteiligung abstoßen. Und da der ja eben vor ein paar Wochen schon bei Kursen von 10, 20 da drin war, würde er jetzt eben riesigen Profit machen. Das ist der norwegische Staatsfonds. Heute kam das Gerücht, dass dieser norwegische Staatsfonds diese Aktien verkauft hat, weil er mit dem Gewinn, den er jetzt macht, praktisch seine ganzen im Moment notleidenden Fluglinien und Hotels sanieren kann. Krass. Ja? So, also da sind ein paar Investoren drin, die eben schon vorher drin waren. Ja? Und ich meine, dieser norwegische Staatsfonds, der hat ja nun irgendwo Beteiligungen an mehreren tausend Aktien. Und ich habe es eben im gesehen, die haben das eben im Portfolio. Ja? Und da könnte ich mir vorstellen, weil die ja auch kaufen und verkaufen, dass die jetzt sagen, Gott, da das ist ja ein Geschenk des Himmels. Ja? Wir haben da eine Aktie im Portfolio, ja. 2,8% des Unternehmens, ja, also das sind ja ein paar Millionen Aktien. Und die können wir jetzt plötzlich, sage ich mal, zu dem 30-fachen von dem verkaufen, was wert ist. Das ist für die norwegischen Schlecht schmeckt. Ist das eine kleine Transaktion, aber ein schöner Profit. Mhm. Ja? Weil irgendeiner kauft ja diese Aktien in den letzten Tagen in Massen. Klar. Ja, ich bin mal gespannt, wie das auf jeden Fall endet, weil. Also sagen, also man hört ja jetzt, dass möglicherweise eben auch die amerikanischen Behörden eben sich Schritte überlegen. Also ich glaube mal, was man eben nicht zulassen wird, dass dadurch eben das Risiko einer Instabilität eben in dem System entsteht, ja. Und ich sag mal, vielleicht wäre es einfach glücklicher gewesen, dass man, wenn man gestern gesagt hätte, wir setzen die Aktie nicht nur für Käufer aus, die Aktie einfach mal vielleicht für eine Woche komplett vom Handel. Ja, ja, ich glaube, dann werden die komplett eskaliert. Ja, also, aber man kann eben, wenn sich gewisse Risiken, und da muss man eben bedenken, das muss man eben, und das ist eben dieser Kern, es kann eben für den Broker, ja, wenn der Broker eben im Prinzip die Übersicht verliert, ja, und sag mal, Kaufaufträge entgegennimmt von Kunden und dann eben gekauft wird zu Kursen, die weit über dem liegen, was der Kunde jetzt an Geld überhaupt auf dem Konto zur Verfügung hat, ja, dann hat man eben offene Flanken und man muss ja auch mal bedenken, weil Trade Republic diese ganzen Deals nicht selbst ausführt, sondern ja eben dann über HSBC machen lässt, ja. Man muss ja diese Flut fordern,
auch noch irgendwie weiter routen, das war HSBC. Ja. Und die HSBC ist sicherlich in Deutschland nicht darauf ausgelegt. Also ich will jetzt nicht spekulieren, aber es könnte ja auch sein, dass zum Beispiel Trade Republic einen Anruf, ich sag mal, vom Vorstand von HSBC bekommen hat und sagt, wir können das Volumen nicht mehr verarbeiten. Ja. Seht zu, dass ihr das irgendwie stoppt. Ja. Und wenn ihr das nicht stoppt, dann kündigen wir vielleicht bei nächster Gelegenheit die Kontoverbindung. Ja, dann steht Trade Republic ohne Broker da. Und ich weiß nicht, ob irgendein anderer seriöser Broker oder große Bank Interesse hat, dann so ein Geschäft entgegenzunehmen mit solchen Risiken. Ja, also ja, das Ding ist ja auch, dass das Transaktionsvolumen sind ja teilweise nicht gewohnt. Ne? Also ja. Das Ding ist, ich glaube, heute Coinbase ist auch so eine Krypto-Börse im Endeffekt oder App, wo du auch kaufen kannst, war auch down, weil einfach das Transaktionsvolumen plötzlich so hoch ist. Ja. Ja, dann, oder Trade Republic bricht ja auch so, ich sag mal, im Schnitt pro Monat einmal ein. Ja, das ist ja üblich, ja, weil die auch noch ein junges Unternehmen sind. Das kommt ja auch noch dazu. Sie führen ja diese Orders nicht direkt aus. Also das ist ja der Unterschied, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei einer ING-Bank seid. Die führen das direkt bei sich aus. Ja, so. Das, was ihr über Trade Republic in die App dann eingibt, muss ja dann irgendwie noch weitergegeben werden an den Broker, der das dann eben alles ausführt. Ja, so. Und das eben in der Administration dann etwas komplexer. Und wie gesagt, also ich kenne ja die HSBC sehr, sehr, sehr gut. Die sind gar nicht dafür ausgelegt. Ich sag mal, man sagt ja, Trade Republic hat auch irgendwo so, ich sag mal, 600.000 Kunden. Und ich sag mal, wenn jetzt nur 10% davon jetzt da irgendwie handeln, ja, das muss ja alles weitergeroutet werden an HSBC. So, und ich meine, HSBC macht im Moment eine ganz andere Strategie, weil die Systeme haben, die einfach relativ gut ausgelastet sind. Fährt die Bank HSBC hier in Deutschland seit einem halben Jahr konsequent einen Kurs und verabschiedet sich von Kunden. Ja, also die HSBC hat, das ist ja in Deutschland Trinkhaus und Burkhardt, und da konntest du als Kunde jahrelang eben ein Konto und Depot unterhalten, wenn du mindestens 1 Million Euro hast. So. Und HSBC hat jetzt entschieden, dass sie diese Untergrenze von 1 Million Euro auf 4 Millionen Euro anhebt, um einfach weniger Volumen zu haben. Was ja bedeutet, dann viele Kunden praktisch bittest, die Bank zu verlassen. Ja, weil ich einige Freunde habe, die eben bei der HSBC in Düsseldorf sind und die dort eben weniger als 4 Millionen, diese Depotgrößen von 1, 2, 2,5 Millionen haben und die dann von der HSBC gebeten wurden, entweder das auf 4 Millionen aufzustocken oder sich eine neue Bank zu suchen. Oh, krass. Ja, so, ganz einfach, weil man einfach diese Volumen nicht verarbeiten kann. So, und dann kommt so ein Trade Republic Broker und sagt, komm, wir haben hier mal eben, ich sag mal, 50.000 durchgeknallte Kunden, die alle jetzt da in irgendwelchen welchen notleidenden US-Docs dann eben traden wollen, ja, die Konten eröffnen, ja, und dann eben, ich sag mal, da eben die Systeme von HSBC lahmlegen. Also, wie gesagt, ich spekuliere nicht, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es einen Anruf von HSBC auch hätte gegeben können, dass HSBC sagt, versucht diesen Handel zu stoppen, sonst fliegt ihr raus. Okay. Ja, da steckt, glaube ich, oft sehr viel hinter und man darf es einfach nicht schwarz-weiß sehen, weil. Ja, eben. Ich versuche das mal in der nächsten Woche mal ein bisschen bei der HSBC zu hinterfragen, weil, wie gesagt, ich habe sehr gute Kontakte. Ja, aber die HSBC ist eben kein Massenbroker. Ja, so. Und wenn da, ich sag mal, in 2, 3 Aktien rumhandeln. Und jetzt muss man ja bedenken, die dann, ich sag mal, vielleicht sogar am Tag einmal rein, einmal raus, einmal rein und noch mal, die dann vielleicht in einem Tag diese versuchen, so eine Position 2 oder 3 Mal zu drehen. Ja, das ist halt für so ein Bankensystem ist das eine große Herausforderung und birgt halt auch sehr, sehr, sehr große Abwicklungsrisiken. Ja, das kann man schon verstehen von der Seite aus. Ich kann es natürlich auch verstehen, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, mittags oder bei Handelseröffnung gekauft hat und dann auch immer die App sieht, du kannst nicht mehr da rein. Natürlich ist das erstmal blöd, ja, aber man muss immer beide Sachen betrachten, das finde ich auch. Das ist immer blöd, aber manchmal muss ein Unternehmen sowas machen, um möglicherweise auch sich selbst zu schützen. Ja. Und dann eben auch Macht die Sinn.
Und ich kann da jetzt auch viele Kunden verstehen, die sagen, wir wollen uns Kunden schützen. Ja, die machen das jetzt aus eigenen Interessen. Natürlich machen sie es aus eigenen Interessen. Aber ich sag mal, kein Trade Republic oder kein Robin Hood-Kunde kann doch ein Interesse haben, dass ich sag mal, Robin Hood oder Trade Republic jetzt sozusagen in die Grätsche geht und komplett ausfällt. Ja. So, aber das Risiko besteht halt, wenn du eben einfach unkontrolliert mit Orders dann einfach überfahren und überlaufen. Ja, ja. Ja, nice, mega. Ja, wir können ja mal dann die Themen sammeln. Also schreibt und ich mache mal vielleicht morgen noch mal eine Story oder vielleicht auch am Wochenende. Dann schreibt ja die ganzen Fragen rein. Wir haben ja nächste Woche dann am Donnerstag unseren ja. Livestream. Ich habe schon hier in der letzten Woche schon relativ viele Themen bekommen. Insofern war es gut, dass wir jetzt gesagt haben, wir schaffen das mal heute über die Thema mal, ja. Trade Republic mal eine halbe, dreiviertel Stunde zu sprechen. Ja. Weil eben eigentlich für Donnerstag, sage ich mal, genügend andere spannende Themen haben, die wir dann diskutieren können. Ich bitte euch alle, passt auf, was ihr macht. Ja? Also, und manchmal kann es wirklich gut sein, wenn man nicht kaufen konnte, denn es ist in einem Markt, wo eben, ich sag mal, das Kaufangebot einfach überdimensional, also die Nachfrage überdimensional ist und keiner mehr die Stücke richtig abgibt, ja, können die Preise auch ins Uferlose gehen. Ja, ja, also definitiv. Also, und kann doch keinen Sinn machen, dass ein Privatinvestor so eine Aktie für vielleicht nachher noch 1.000 Dollar bezahlt und kauft dann was 5 Dollar wert ist. Ja, ja. Weil irgendwie diese Welle zu Ende. Das wird kommen, auf jeden Fall. Da werden wir auch Storys sehen. Und dann haben wir wieder die Kurse, die wir eben davor hatten letztes Jahr. Ja. Und wie gesagt, also wir wollen langfristig investieren, das macht Sinn, ja. Und dieses Spekulieren, das kann nicht gut gehen. Ja. Ja. Und wie gesagt, das ist zwar manchmal nervig dann für Leute, die drin sind, oder ne, ja. Weil man merkt richtig die Emotionen, aber das ist wie so ein Lehrer, der dann sagt, oh, aufpassen, aber es ist halt, ja. Man kann sich so schnell die Finger verbrennen. Wollten vielleicht 3 oder 4 die Taschen voll, ja, die dann nachher. Ja. So, das ist genau wie ich dieses Beispiel vorhin von diesen 3 Geschäftspartnern, die diese Firma im neuen Markt haben. Ja, da haben sich 3 Investoren die Taschen voll gemacht. Und sind dann damit 100, 120 Millionen raus am neuen Markt. Ja, und Tausende von Retail-Investoren haben das eben bezahlt. Mhm. Ja, weil das Geld, wie gesagt, das Geld ist nicht weg, das haben eben nur andere. Ja. Also wenn heute einer bei Trade Republic 300, 400, 500 oder vielleicht sogar mal irgendwann in den nächsten Tagen 800 oder 1.000 Dollar für diese Aktie bezahlt, dann ist das... Und das hat irgendjemand... Definitiv. Und wenn die Aktie dann, sag mal, 3 Monaten wieder bei 10 Dollar steht, dann hat man eine Aktie für 10 Dollar und das Geld hat eben jemand anders. Ja, da bringt auch kein Buy and Hold mehr. Genau, perfekt. Okay, mein Lieber. Brauchst du halt mal eben 20 Jahre, um den Verlust wieder auszugleichen. Ja, definitiv. Mein Lieber, ich muss jetzt aber auch los. Danke auf jeden Fall für die Zeit. Mega, dass du mir Bescheid gesagt hast für den spontanen Stream. Ja. Und wir sehen uns ja am Donnerstag. Und allen hier definitiv. Ein Wochenende. Ne? Also, ja, auch, ja. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.